Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Spiel Final Fantasy XIV A Realm Reborn und heute beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Ghoul, Sorcerer und dem Schokorennen. Und da bin ich auch wieder nicht ganz allein, da haben wir die Melitus am Start. Hallo. Und immer halt die Rin. Hallo. So. Wie schon angekündigt, wir werden heute uns mal mit dem Chocobo beschäftigen und zwar mit dem Reiten des Chocobos, einerseits mal auf der Rennbahn. Das habt ihr zwar schon in der letzten Folge gesehen, aber diesmal machen wir es mal zu dritt und vielleicht werden wir dann auch dort noch andere Mitstreiter antreffen und keine Computergegner. Das werden wir jetzt mal schauen und im weiteren Verlauf werden wir dann darauf eingehen, wie ihr dann euren Chocobo speziell trainieren könnt und welchen Bufffood und welches Essen an sich am besten ist. Und da kennt sich, glaube ich, auch die Melitus recht gut aus. Die ist hier von uns, glaube ich, am beiden am weitesten mit dem Chocobo. Ist, glaube ich, so, ne? Wie weit bist du, Melli? Ja, jetzt auch noch nicht so weit, aber ich konnte jetzt schon das erste Küken sozusagen ausbrüten. Und ja, konnte mit ihm auch schon ein paar Level wieder machen. Bin mit ihm auch wieder ein bisschen im Rennen unterwegs gewesen. Ja. Ja, ich muss sagen, du hast ein schönes Outfit hier. Das ist also das Outfit des Jockeys, oder? Ja, so ist es. Ich habe mir ein professionelles Chocobo-Jockey-Outfit zusammengestellt. Und das besteht aus nur dem Jackett oder auch den Schuhen? Nein, also es ist jetzt nicht etwas Vorgegebenes im Spiel sozusagen, sondern es ist aus ein paar verschiedenen Event-Klamotten, kann man schon fast sagen, zusammengebastelt. Also die Schuhe zum Beispiel sind von dem Weihnachtsevent, die so ein bisschen, finde ich, wie Reiterstiefel aussehen oder ja. Und die Hose ist eine ganz normale Caster-Hose und das Oberteil ist halt das Trauzeugen-Oberteil, das ich gefärbt habe. Es ist alles so ein bisschen zusammengebastelt. Aber ich finde, es passt hier sehr gut rein. Ja, und die Rin ist auch natürlich passend gekleidet, um einen Chocobo reiten zu können, mit ihrem Kleidchen. Hatte nichts Besseres. Ach, du siehst in jeder Klamotte gut aus, Rin. Man muss dazu sagen, es sieht sehr unvorteil auch aus, wenn man einen kurzen Rock trägt und einen Chocobo-Rennen macht. Also... Oh ja. Ja, da werden wir mal das dann gleich schauen, was für eine... ein Outfit oder was für eine... Was soll man sagen? Wie das bei der Rin so ausschaut, ja. Aber gut, jetzt wollen wir mal durchstarten. Klamottentechnisch, das ist einigermaßen akzeptabel. Und wie gesagt, wir werden jetzt mal anmelden, oder zumindest ich. Und da werden wir mal so zwei, drei Rennen bestreiten. Und wie gesagt, im weiteren Verlauf werden wir dann auch mein Chocobo in den Ruhestand schicken, denn dieser hat schon Level 40 oder Rang 40. Aber dazu gleich. Also auf geht es. Wir wollen einem Rennen teilnehmen. Und wir machen mal Klasse 60, Wertung 21 bis 60. Und einmal zufällig Auswahl. Und dann mal gucken, wie lange wir warten müssen. Eigentlich waren ja die Wartezeiten recht kurz. Da muss man auch sagen, das ist eigentlich schon cool gemacht, dass falls keine anderen Spieler da sind, eben halt, dass das mit NPCs aufgefüllt wird. Oder wie seht ihr das? Ja, zum Teil habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es generell viel mit NPCs aufgefüllt wird, auch wenn andere Spieler da während die Rennen bestreiten. Ich weiß nicht, ob das im Moment von Square so gewollt ist, damit man möglichst schnell immer in das Chocobo-Rennen reinkommt. Aber generell finde ich es ein angenehmes Erlebnis, wenn man sehr viele Rennen halt hintereinander macht, dass man immer sehr schnell reinkommt. Ja, da geht's los. Da können wir auch dann gleich mal drauf eingehen, woran ihr konkret erkennt, ob es jetzt mal NPCs sind oder nicht. Die haben einfach einen grünen Namen. Ja? Also andere Mitspieler, die wirklich reelle Spieler sind. Das sind halt mit einem blauen Chocobo-Namen drüber und die Computergegner haben einen grünen Namen. So, Sonnenküste sind wir. Und ich bin sehr gespannt, wer gewinnt. Die größte Erfahrung hat zumindest die Melitus. Was aber nichts heißen muss. Man muss dazu sagen, ein Chocobo-Rennen spielt auch sehr viel Glück mit. Oder auch Unglück, je nachdem, wie es halt ist. Mein Chocobo ist jetzt auch noch nicht so weit im Level fortgeschritten, obwohl es sozusagen jetzt schon ja, das Kind von zwei erfolgreichen Chocobos ist. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Ja, und diese Fähigkeit, dieses Gestrüpp ist ganz schlimm. So, okay, jetzt habe ich das Gestrüpp losgelassen und du hast gesehen. Deine Lieblingsfähigkeit. Beins Hass. Fähigkeit. Ja, die ist wirklich sehr fies. So,
Aber es gibt ja aktuell gibt es ja drei Karten hier. Jetzt wollen wir mal hier die Melli ein bisschen verlangsamen, damit die das ja nicht allzu weggeht. Die Melli hat aber einen Skill, der das cursen kann. Ja, die Melli ist total gemein, also die ist voll am Cheaten. Aber ich habe gerade auch richtig Glück, ne? Dreimal hintereinander das 5 bekommen, das ist schon richtig Glück. Na warte, aber ich krieg dich noch. Die Rin ist auch hier mir auf den Fersen. Mr. Swift, war richtig, oder? Rin? Ja. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Weiß nicht. Ich habe irgendwas ausgesucht. Okay. So, mir geht langsam die Puste aus, das ist gar nicht gut. Bei Rin sieht's, wie schaut's bei dir aus, Rin? Noch gut. Ja, ich muss mal einen Gang zurückschalten. Oh Mann, das wird glaube ich nichts. Welchen Rang hast du eigentlich jetzt gerade, Melli? Ich weiß es auswendig gar nicht, ich muss gestehen, ich muss mal kurz gucken, wenn wir dann draußen sind, aber ich glaube, dass ich jetzt wieder schon auf Level 20 bin. Meine ich, ja. Nein! Nein! Geh weg, Rin! Das gibt's ja nicht! Nein! Rin, schäm dich! Bleib hier! Ah, das war so klar auf den letzten Meter. Naja, lasst mich wieder hier verlieren. Naja, dritter Sieger. An der Stelle muss ich nochmal sagen, Rin, du hast voll das schöne Schokobo-Harnisch-Ding da. Ja. Magst du sagen, woher? Wo wir wieder beim Thema Geld, Geldverschwendung sind. Aber ich fand, das hat sich gelohnt. Ja, da sieht man es nochmal. Also Rin hat nämlich jetzt hier diesen Harnisch von, was war das mal, Shiva, oder? Genau. Ja, wie teuer war der Spaß nochmal für dich? Insgesamt glaube ich 600.000. 600.000 Gil. Ist das ein 3-Sterne-Item oder? 4. 4 Sterne? Ja, also Leute, wenn ihr sowas haben wollt, dann braucht ihr einen guten Crafter eures Vertrauens. Und ja, aber das werde ich wahrscheinlich auch mal zulegen. Das würde ich auch gar nicht so sagen, dass das eine Verschwendung ist. Sieht doch cool aus. Nee, das sieht total hübsch aus. Vor allem besonders steht das meinem normalen Schokobo sehr, weil es ja auch noch eine passende Farbe dazu hat. Würdest du auch sagen, dass das der schönste Harnisch ist? Ja. Okay. Oh, was ist das denn da für einer? Guck dich den mal an. Der hat ja lustige Klamotten. Und was ist das hier drin? Von diesem Tommy Lee Basil? Ah, der sieht aus wie der Zwiebelritter von Final Fantasy 3. Wo hat der die Klamotte denn ja? Ich weiß nicht, wo es den Helm gibt, aber der Rest müsste ganz normale Inni-Items sein. Ja, das sieht ja sehr amüsant aus. Ja, gibt schon ein paar coole Style-Items. Also jetzt auch hier in Gold Source, da gibt es ja auch neue Klamotten. Neben dem Bunny-Kostüm gibt es hier, glaube ich, auch noch andere Sachen, oder? So Glücksspieler-Outfit. Genau, so ein Mantel, den man sogar noch färben kann. Und ansonsten auch so Alltagsklamotten. Eins davon trage ich ja aktuell mit meinem Gelehrten. Okay. Boah. Ja, also gibt es noch einiges zu holen für die MGP-Punkte. Und ja, eine Möglichkeit ist natürlich auch hier diese Schokorennen. Natürlich Kartenspiel auch eine Variante. Oder mal übers Glücksspiel, über das wöchentliche Glückslos oder tägliche. Da habt ihr vielleicht gesehen, da kann man natürlich auch gut MGPs bekommen. So, jetzt haben wir einen anderen Spieler auch hier links, noch den Blue 5. Das ist auch ein Mitstreiter, kein Computergegner. So, mal gucken, ob ich diesmal ein bisschen mal hier nach vorne preschen kann. So, hier. Der hat mal geslowt. Aber ich muss sagen, es macht schon Laune. Also besonders, wenn man halt mit vielen Leuten, vielen Freunden halt zusammenspielt, dann macht das noch eine ganz andere, dann macht das nochmal viel her. Oh, wie seht ihr das? Bin ich auch. Bin halt so ein bisschen am Mario Kart, da streitet man sich dann auch gerne mal so ein bisschen. Man sagt ja, ja nicht umsonst, Mario Kart würde Freundschaften zerstören. Ja, du hast auch mal erwähnt hier, genau, das ist ja auch die Freundschaft auf die Probe setzt. Ja. Das erinnert mich so an ein bestimmtes Erlebnis im Zug. Da hatten wir alle zusammen mit einem erst Mario Kart gespielt und die Leute um uns herum fanden das jetzt nicht so toll, weil wir dann etwas lauter wurden. Ja, das sind pure Emotionen, aber wir kennt ja jeder von uns.
Scheiße. Auch wenn ich dabei bleibe, dass sich teilweise das Schokobo ein bisschen lenken lässt wie so ein Traktor. Aber wie gesagt, da gewöhnt man sich auch dran. So, wie gesagt, die Melli ist wieder vorne an. Unglaublich. So, und die Rindy zieht gleich an mir wieder vorbei. Ich sehe es kommen, ey. So, hier liegen auch dann so ein paar Hindernisse, das habt ihr gerade gesehen vielleicht, im Boden, so eine Art Mine. Also das im höheren Level auch, bekommt man auch mehr Hindernisse hier in den Weg gelegt. So. Vielleicht kriege ich die Melli noch. Nein, das böse Drohnengestrüpp, da dürfen wir natürlich nicht reinlaufen, denn sonst ist eigentlich schon das ganze Rennen verloren. So, da ziehen wir hoffentlich vorbei. Wow. Ja! Hoffentlich reicht das noch hier für den Sieg. Also man sieht da auch, dass es nicht automatisch heißt, wenn der Chocobo des anderen ein höheres Level hat, dass man dann auch automatisch verliert. Das ist nicht an dem. Das heißt, wie die Melli schon gesagt hat, ja, ein Quäntchen Glück gehört dazu. Gut, jetzt haben wir mal die zweite Runde absolviert. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal darum, um das Thema eben halt, wie füttert man am besten sein Renn-Schokobo oder skillt sein Schokobo, denn da gibt es ja auch einige unterschiedliche Meinungen. Und geht's hier drin zum Boni? Ja! Yay! Yeah. Yay! Ein kleines Trostpflaster. So, also, wir rufen jetzt mal unser Menü auf hier. Gut, Sourcer. Und da sehen wir auch hier schon dem Reiter Schokobo. Und da sieht man jetzt, mein Schokobo mit dem Namen Silent Galaxy ist jetzt Rang 40. Hat eine Wertung von 50. Und jetzt, man kann nämlich ab Level 40 seinen Schokobo in Rente schicken. Und das sollte man auch eigentlich so schnell wie möglich tun. Also ab 40, um dementsprechend ja, mit dem Züchten anfangen zu können und auch ein besseres Schokobo zu bekommen, oder? Wie ist das, Melli? Ja, genau. Also es ist im Grunde genommen sinnvoll, den Schokobo immer bis Level 40 ja, zu leveln und ihn dann in Rente zu schicken und dann sozusagen mit einem gleichwertigen Schokobo, deiner ist jetzt sozusagen ja, also ein Stern mehr oder weniger, solltest jetzt die gleiche ja, Lizenz sozusagen kaufen, auch auf dem gleichen Level. Und das Kind aus diesen Chocobos wird dann um eine Stufe besser sein als die Eltern. Es ist auch so, dass der erste Chocobo bekommt ja mit Level 10 die erste Fähigkeit. Bei dem Kind wird es dann so sein, dass es eine angeborene Fähigkeit hat. Das ist entweder die Fähigkeit der Mutter oder des Vaters. Und zusätzlich bekommt es dann die zweite Fähigkeit ebenfalls mit Level 10. Und es ist dann auch noch so, dass wenn du dir eine Lizenz kaufst, die Mutter oder der Vater, ich weiß jetzt nicht, ob du dein Chocobo ist männlich, das heißt, du musst dir halt einen weiblichen Chocobo kaufen. Und je nachdem, welche Farbe dieser Chocobo hat, hat das Kind halt auch die Chance darauf, entweder die Farbe des Vaters oder der Mutter anzunehmen. Interessant. Das heißt also, im Detail, wo muss ich jetzt hin? Also die Frage ist erstmal, ich habe nämlich noch hier 10 Skillpunkte, die ich verteilen kann. Das mache ich jetzt mal kurz, um euch mal zu zeigen, wie das so ist. Muss ich gleich für das zweite Schokobo auch wieder nach Guts Wieselsgrund oder nicht? Du musst im Grunde genommen genau dann nach Guts Wieselsgrund. Die Mutter musst du dir aber hier noch kaufen, also bei der Händlerin sozusagen die Lizenz. Okay. Und es ist auch so, du brauchst jetzt nicht diese ganzen 10 Punkte ausgeben, um alle Attribute hoch zu bringen, weil das Kind diese Attribute, die du vergibst, nicht annehmen wird. Ja? Also das ist immer quasi der Grund, wenn du unter Zucht guckst, wie viele Sterne hier dein eigener Chocobo hat und wie viele die Mutter mitbekommt. Es wird ein Mix daraus werden, aber unabhängig davon, welche Punkte du selber geskillt hast. Das heißt, im Grunde genommen, es gibt auch ein paar Verfechter davon, die sagen, auf den unteren Leveln sozusagen, ist es gar nicht sinnvoll, großartig Futter zu verwenden, weil es im Grunde genommen Verschwendung ist, weil es erst interessant wird auf den höheren Leveln dann. Genau, und zum Thema Punkte, Skillen, das will ich trotzdem mal kurz zeigen. Es gibt hier verschiedenes, ja, ich nenne es mal Futter. Hier heißt es auch Futter. Futter Antritt 1, Futter Booster 1. Also für jedes Attribut gibt es eben halt auch Futter zu kaufen. Und dies findet ihr, das zeige ich euch nochmal kurz jetzt hier, in, wo haben wir es denn? Finsterer Wald.
Das ist Alcredania, glaube ich. Ne, nicht Alcredania, Quatsch. Das ist ja hier Tiefer Wald. Ist das Tiefer Wald? Ne. Nordwald, Ostwald, ich weiß gar nicht. Südwald. Wo war das denn immer? Das ist Tiefer Wald, glaube ich. Guck mal. So, genau hier. Also bei den Chocobo-Stellen im Gutswieselsgrund gibt es einen Händler, den sieht jetzt hier von mir aus. Und dort könnt ihr euch dieses Futter, was ihr im Inventar bei mir seht, könnt ihr euch kaufen. So, und wenn ihr dies gekauft habt, das kann man viel Gil kaufen, dann könnt ihr hier halt bei dem Trainer, bei der Trainerin, das zeige ich euch mal kurz, könnt ihr dann dementsprechend euer Renn-Chocobo trainieren mit diesem Futter. Auch wenn ich es jetzt nicht müsste, kann ich es mal kurz zeigen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Futter antritt, immer halt eben halt gibt, dann seht ihr jetzt hier, wie es vorher aussah, also aktuell, und wie es dann aussehen wird, wenn ihr dies verfüttert habt. Hier seht ihr auch dieses Trainingsvermögen, das heißt, dann hätte ich noch 9. Ich mache das jetzt einfach mal, um meinen Chocobo zu trainieren, um euch dann zu zeigen, wie das geht. Ebenso könnt ihr aber auch hier für MGPs, könnt ihr eben halt dieses Futter auch kaufen. Das ist aber, wie gesagt, jetzt im Anfangsbereich nicht so wichtig, da es einfach auch viel zu teuer wäre. Hier gibt es auch verschiedene Futterqualitäten. Hier gibt es zum Beispiel Spezialfutter 2, das gibt dann mehrere Punkte. Das ist dann auch komplett eben halt zum jetzigen Stand der Dinge eigentlich nicht zu gebrauchen. Ist einfach zu teuer. Also ab nach Gutswieselsgrund, wenn überhaupt, und kauft euch dort eben halt euer Skillfutter. So, und jetzt muss ich jetzt hier eine Lizenz kaufen, oder wie? Ganz kurz noch zu dem Futter. Es ist auch so, dass man das Zweierfutter, das kann man noch craften. Nur so, by the way. Ja, craften, wer einen Koch hat, ich zeig's auch nochmal kurz. Hier seht ihr es immer halt unten, kann man auch, sind 2-Sterne-Rezepte, könnt ihr auch dieses Futter, ja, craften, wie die Millie schon gesagt hat. Genau, und die Lizenz bekommst du jetzt bei der Händlerin. Und da hast du sie schon. Also die Einzelzuchterlaubnis, du musst halt gucken, du brauchst ein Weibchen. Okay, also ich nehme jetzt hier Einzelzucht ist ja alles. Das heißt, ein Weibchen wie was nehme ich denn? 1, 2, 3, 4? 1. Also du solltest immer einen Chocobo gleiche Stufe nehmen. Es bringt dir an sich nichts, wenn du einen nimmst, der über deinem jetzigen sozusagen ist, weil das Kind wird nicht quasi besser werden als ein Eltern, also immer nur eine Stufe. So, und wo sehe ich das? Welche Stufe mein aktuelles Chocobo hat? Das muss ich mir jetzt merken, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich... Ja. Vielleicht ist das hier dieses Zuchtqualität 1. Ja, genau. Richtig. Ja, also wenn ihr jetzt hier seht, immer Zuchtqualität 1, dann heißt das, ihr braucht immer halt eine Einzelzuchterlaubnis 1 weiblich. Also falls ihr vorher einen männlichen habtet, wie ich es hab. So, das heißt, warte. Also hier, das brauchen wir, kostet 2100 MGP-Punkte, das haben wir. Und was steht da? Da steht halt gerade Fragezeichen, okay, Erlaubnis, den Paarungs-Chocobo zu benutzen, um einen einzelnen Renn-Chocobo zu paaren. Kann nur einmal verwendet werden. So, das machen wir jetzt mal. Kaufen wir. So, wohin muss ich jetzt? Jetzt musst du deinen Chocobo in Rente schicken. Ich weiß nicht genau, ob du das schon gemacht hast. Nein. Okay, das musst du bei der, ich meine bei der Rennleiterin war das, machen. Okay, ich schau mal, bei der Rennleiterin, guck mal. Ob ich was machen kann? Ne, da kann ich nur im Rennen teilnehmen. Dann bei der Trainerin. So, Renn-Chocobo trainieren, eine neue Fähigkeit beibringen, eine Fähigkeit verlernen, Renn-Chocobo registrieren, unbedingt zurückziehen. So. Zurückziehen. Achso, genau. Renn-Chocobo zurückziehen, um ihn in Rente zu schicken. Gut, du möchtest Silent Galaxy vom Rennbetrieb zurückziehen? Tja, der gute Vogel hat sich den Ruhestand verdient, würde ich sagen. Ja, bin ich auch der Meinung. Also, Silent Galaxy vom Rennbetrieb zurückziehen. Einmal in den Ruhestand versetzt, können Renn-Chocobos nicht wieder zum Rennen zugelassen werden. Ja, Silent Galaxy, das war schön mit dir. Also, mit welchen Worten möchtest du deinen Rennvogel denn in den Ruhestand schicken? Ein kleines Lob wäre wohl angebracht nach all dem, was er auf dem Rennplatz geleistet hat. Hat dein Chocobo eine Eigenschaft, die du besonders vorherheben möchtest? Abhängig davon, mit welchen Worten du dein Renn-Chocobo in den Ruhestand schickst, bestimmst du die vererbbare Fähigkeit, okay? Okay. Wähle eine passende Wort zum Abschied, um den vererbte Fähigkeit festzulegen.
keine Rennschokobo beherrscht. Okay, okay. Ja, bleibt mir ja nur diese eine Variante übrig. Das heißt, das machen wir mal. Dann schauen wir uns das mal an, was passiert. Ja, tschüss, Silent Galaxy. Ich hoffe, du hast ein schönes Leben weiterhin. So, sagt die Trainerin folgendes. Gut, das wäre es dann alles. Mhm. Hier ist die Rückzugsbestätigung, die du für die Paarung benötigst, falls du vorhast, eine vorzunehmen. Dankeschön. Deinem Schokobo würde ich es ja gönnen. Er sieht so, einsam aus. Wenn du deinen Schokobo also paaren möchtest, dann bring die Rückzugsbestätigung bitte zu Ketering am Gutswiesesgrund im tiefen Wald. Gut. Wohin jetzt? Genau dorthin. Dein Schokobo ist jetzt quasi in Rente. In seinem Stall hier bei Gutswiesesgrund. Und du kannst sozusagen, ja, jetzt die beiden einander vorstellen. Ja, das wird, glaube ich, eine heiße Kiste. Mal gucken. Also, dann bin ich mal sehr gespannt eben halt, ob wir das richtige Weibchen ausgesucht haben für ihn. Und, ja, du hast, glaube ich, auch schon mal erwähnt, schon vorher mal vor der Folge, dass es ja so ist, dass es auch jetzt Zeit in Anspruch nimmt, bis da jetzt was draus entsteht. Ich meine, dass es 6 Stunden sind, ja. Das heißt, in diesen 6 Stunden kann ich natürlich auch kein Schokobo-Rennen wohl bestreiten. Okay, so. Aber gut, wir wollen natürlich auch die Jugend vorantreiben, die Schokobo-Jugend, und mal gucken, was draus wird. Und deshalb gucken, also hier sind wir bei der Ketering. Die Namen sind der Wahnsinn. Also, die Ketering sagt folgendes: Ich bin hier, um Schokobos für die Rennen im Gold Sorcerer fit zu machen. Bestimmt kann ich auch etwas für dich tun, sobald du in die Welt der Schokobo-Rennen eingetreten bist. Ja. Und was jetzt? Was kannst du für mich tun? Ja, da kann ich gerade irgendwie... Ah, warte mal, muss ich hier was abgeben oder so? Einzelzuchterlaubnis? Nee. Muss ich vielleicht doch noch zur Trainerin? Nein, das war's an sich gewesen. Ja, währenddessen kriege ich mal eine Einladung und eine Freundschaftsanfrage von einem... Ja. China Pharma. So, warte, wir müssen mal gucken. Ich hatte doch eh gesagt, ich muss zu Ketering. Sehr merkwürdig. Also ich habe die Option. Du hast doch beide Items jetzt im Inventar, ne? Vielleicht geht das nicht, weil ich in Gruppe bin. Ich gehe mal raus. Ich teste einfach mal. Vielleicht liegt es daran. Nö. Also irgendwie geht das nicht. Ich glaube, ich muss mal zurück... Also ich... Kannst du auf das Item, kannst du das benutzen? Nee. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht muss ich noch was besprechen, denn da war noch so ein Ausrufezeichen. Schokobo-Pfleger, wenn ich es richtig gesehen habe. Der hat auch eine Quest für mich. Vielleicht muss ich die jemand annehmen. Stimmt, ich glaube, mit der muss man auch noch vorher sprechen. Ja, ja, es ist schon eine Zeit lang her. Ja, kein Problem. Also, ich werde immer zurückirren und Rin, bist du eigentlich noch da, ja, oder? Ja. Tut mir leid, du kommst irgendwie gar nicht zum Sprechen. Du bist aber, dir geht's noch gut, oder? Ja, ich verhau gerade den Gilly. Ja, immer drauf von Gilly. Der Gilly ist ganz böse, Rin. Der hat gestern über dich gelästert. Hau schön drauf. Bin schon dabei. Wenigstens erfolgreich, Rin. Ja, jetzt schon ein paar Mal die 5 bekommen. Ja, ist doch schön. Heißt das auch Hau den Gilly? Ja. Ja. Habe ich auch mal ein bisschen drauf gekloppt. Also für zwischendurch so, wenn man halt mal in der Warteschlange hängt, ist das auch mal recht angenehm. Aber gut. So, jetzt bewegen wir uns mal fix hier, währenddessen die Rinne hier auf den Gilly drauf kloppt. Hier zum Schokobo-Pfleger, zur Pflegerin. Mal gucken, was die für mich tun kann. Also, woher kommen die kleinen Schokobos? Ja, das musst du mir sagen. Die schüchternen Schokobo-Pflegerin möchte mit dir über ein heikles Thema sprechen. Na, wir sind doch alle erwachsen. Also, hallo, mein Name ist... Was? Aufri? Aufri? Ja. Ich habe deinen Schokobo beim Rennen gesehen. Der hat ja wirklich einen Affenzahn drauf. Einsame Spitze.
So etwas hat man seit dem legendären gelben Blitz nicht mehr gesehen. Es wäre wirklich schade, wenn er sein Talent nicht weitergeben würde. Ich meine, er könnte ja, wie soll ich mich ausdrücken? Ja, einen kleinen Schokobo zeugen, in Auftrag geben. Nennt man das hier in Auftrag geben, diesen Liebesakt? Es scheint so. Dazu müsstest du ihn du weißt schon, nein? Okay, ich sag's mal ganz schnell leise, paaren. Ja, peinliches Thema, nicht wahr? Na komm, also wir sind schon alt genug, wir wissen, wie das geht, auch bei Schokobos. Rennschokobos können ab einem bestimmten Rang in den Ruhestand versetzt werden. Dann kann man sie mit einem anderen Rennschokobo zusammenführen und wenn sie sich ganz doll lieb haben, ach so, ja, genau willst du das gar nicht wissen. Jedenfalls hat man dann bald einen Jungschokobo, der vielleicht besser ist als seine Eltern. Man muss sich also entscheiden, mit einem erfahrenen Schokobo weiterzulaufen oder den Schokobo in den Ruhestand schicken und einen noch besseren Schokobo großzuziehen. Aha. Denn wenn man einen Schokobo einmal vom Rennbetrieb zugezogen hat, kann man ihn nicht wieder anmelden. Einmal Ruhestand, immer Ruhestand, sozusagen. Wenn du mich fragst, ist die Sache aber klar. Dem Nachwuchs eine Chance. Ja. Auch der legendäre Gelbe Blitz war das Ergebnis einer langen und erfolgreichen Zuchtreihe. Wenn du dich also für die Zucht interessierst, dann sprich mit Catering am Gut Grund. Sie wird dir die Einzelheiten erklären. Aber komm bloß nicht zurück und erzähl mir. Ach, komm bloß nicht zurück und erzähl sie mir. Mir ist das alles viel zu peinlich. Ja, ist doch alles halb so wild. Also, um eine Paarung durchzuführen, sind die Schokobo-Rückzugsbestätigung von zwei Schokobos, einem männlichen und einem weiblichen, erforderlich. Ja, das habe ich ja schon alles. Eine Rückzugsbestätigung erhält man. Ja, komm, das wissen wir. Also, das hat die Melli schön erklärt. Die haben wir hier in der Tasche, die beiden. Ja, das sollte jetzt passen. Und jetzt, geht's wieder zurück. Jetzt sollte es klappen, oder Melli? Ja, genau. Ich denke, das war der kleine Schritt, der jetzt noch gefehlt hat. Ja, also, es ist wieder eine kleine, längere Reise. Aber so ist das halt. Viele wollen mir das halt genau erklären hier, wie das mit der Züchtung klappt. Auch wenn es der Pflegerin etwas peinlich war. Ja. An der Stelle auch ein Aufruf von euch, Leute, ne? Wenn ihr das auch schon mit, gemacht habt, schreibt doch mal eure Erfahrung. Was ist eigentlich bei eurem Schokobo rausgekommen? Was für eine Farbe? Wart ihr enttäuscht? War das alles gut? Oder was für eine Fähigkeit hat euer Schokobo bekommen? Würde mich interessieren, da auch zu erfahren, wieso eure Zucht vorangeht. Und falls ihr da auch erst so weit seid wie ich, dann ich drücke euch die Daumen, dass das Ergebnis zufriedenstellend ist. So, jetzt aber. Jetzt habe ich eins weggeklickt, aber gut. Ich interessiere mich dafür. Dann sprich mich doch bitte einmal an. Ich erkläre dir alles, was die schüchterne Offery bisher nie so zu fragen wagte. So, okay. Wir nehmen mal so ein Spezialfutter. Ich glaube, Puste. Ja. Auf geht es. So, du kannst jetzt den Rennschokobus paaren. Ja, ich möchte paaren. Du möchtest dich also an der Paarung von Schokobos versuchen, die sich aus dem Rennbetrieb zurückgezogen haben. Ich habe natürlich keine Einwände, im Gegenteil. Ich bin gespannt, welches neues Talent aus der Paarung hervorgehen wird. So. Ja, also wir nehmen einmal, man nehme ein männliches. Und man nehme ein weibliches. So, und da sieht man jetzt auch schon mal eine Rennfähigkeit, unter anderem, was immer das weibliche zu 100% abgeht oder nutzt eine gewisse Chance? Es ist 50-50, also es wäre entweder die Fähigkeit des Vaters oder der Mutter. Okay, gut. Und des Weiteren sieht man die Farbe hier. Okay, also das Weibchen hätte jetzt hier einmal olivgrün, das Männchen halt wüstengelb. Okay, Paarung, mögliche Paarung 10. Okay, 10 Mal kann man anscheinend züchten. Okay. Zuchtqualität 1, das passt also überein, man sieht es hier. So, und Zuchtqualität des Jungschokobos wäre dann immer 2, genau, also nach der ersten Züchtung. Das kostet auch ein bisschen Gil, das können wir verkraften und dann, man sieht hier auch beim Weibchen, dass hier Puste sehr ausgeprägt ist. Also da bin ich mal sehr gespannt. Also, weiter. Ja,
440 Gil, einmal paaren, das sollte drin sein. So. Jetzt machen alle die Augen zu. Das dürfen wir natürlich nicht sehen. Ja, gut, okay, die Tür geht eh zu. Das ist natürlich klassisch zensiert worden, aber die sollen auch hier Ruhe haben. So, und die Catering sagt noch, jetzt brauchen wir nur noch der Natur ihren Lauf lassen. Gut, Dinge will schließlich Weile haben. Hier, ich gebe dir einen Paarungsausweis. Okay. Darauf ist vermerkt, wann du deinen neuen Flitzer bei mir abholen kannst. Jawohl. Super. Du hast eine Paarung, du hast einen Paarungsausweis erhalten. Mit diesem Ausweis kannst du deinen Jungschokobo zu der auf dem Ausweis angegebenen Zeit bei Catering abholen. Gut. Schauen wir mal kurz den Ausweis. Okay, die haben wir noch hier. Ah, da ist der Paarungsausweis. So. Wird Flüge, ja, genau. Also wird Flüge am 13.03.2015 um 3.42 Uhr. Aktuell haben wir 21.43 Uhr. Ja, das dauert halt ein paar Stündchen. Und dann können wir wahrscheinlich wieder hindüsen und unseren neuen Schokobo abholen. Man sieht es auch hier, dieser Ausweis bestätigt, dass du eine Paarung in Auftrag gegeben hast. Gegen Vorlage des Ausweises kannst du zu dem angegebenen Zeitpunkt deinen neuen Jungschokobo abholen. Wunderbar, haben wir es geschafft. Ich werde jetzt hier vor der Tür wachen, mindestens 6 Stunden, bis eben mein neues Schokobüchchen fertig ist. Ja. Ich glaube, damit ist schon mal das Wichtigste erzählt, was ich euch oder was wir euch sagen wollten. Ein bisschen zum Thema mit der Zucht. Rin, wenn es bei dir soweit ist, meldest du dich. Wir werden das zusammen durchstehen. Alles klar. Also, ich drücke natürlich auch die Daumen, dass das ein Prachtexemplar wird. Na, hoffentlich. Und, ja, ich meine, das muss ja. Ich meine, das ist ja auch selbstverständlich. So. Also, das war es auch wieder gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es war etwas informativ. Euch hat es gefallen. Ich bedanke mich bei der Melitus für die näheren Informationen. Bedanke mich bei der Rin fürs Zuhören. Und hau weiter den Gilli nieder. Und an den Rest vom Fest. Ich würde mich freuen. Schreibt es in die Kommentare. Eure Erfahrungen. Was haltet ihr von der Zucht? Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge hier. Auf Wiedersehen. Tschüss.